Willkommen zurück zu Project Zomboid. Ich bin Mr. Cutter4, let's play in das Kaninchen und meine Güte, was haben wir uns denn hier hinterlassen? Wir sind hoch angestrengt, wir sind sehr müde und wir sind etwas gelangweilt. Meine Güte. Haben wir uns aber gut was zurückgelassen. Wir schlafen jetzt erstmal 10 Stunden, dann geht's uns schon mal wieder teilweise besser. Wir hatten beim letzten Mal, das weiß ich noch, angefangen, die ersten Fallen zu bauen, beziehungsweise die allererste Falle wollten wir bauen, haben dann aber gemerkt, dass wir zu schlecht im Sachen Fallen stellen sind, weil wir gleich auf große Tierjagd gehen wollten und jetzt müssen wir erstmal eine Mäusefalle oder irgendwas... Da hämmert doch jemand. Hier haben wir Baumstämme liegen, müssen wir gerade gucken. Oh, hier ist Spaß. Die hat sich erstmal ordentlich was versammelt. Was gefällt denen denn ein hier? Hallo? Gehen Sie doch mal weg. Wo weg? Muss jemand töten. Da ist noch jemand, glaube ich. Hier steht doch noch einer. Alter! Ruhe hier jetzt mal langsam. Meine Güte, habt ihr Stifte dabei? Stifte? Jemand? Stifte? Hallo? Stifte? Auf jeden Fall ist das nicht mehr langweilig. Hat doch auch was genützt. Also in der Hinsicht cool. Hämmert es dann noch weiter? Warte mal. Hämmert es hier? Uah! Meine Güte. Ach Gott, das Spiel nicht schnell genug mit Aufbauen was sehe ich? Und das hat erstmal dazu gefügt, dass, dazu geführt, dass wir hier ordentlich überrascht wurden. So, da unten ist noch jemand. Ruhe, liegen bleiben. Noch jemand? Hier nicht. Machen wir lieber einen größeren Bogen. Und wir hier rein, nein. Hier. So. Alter, war aber spontan mal richtig was los bei uns. Gut, das bedeutet, wir werden die erste Zeit damit verbringen, hier erstmal wieder aufzuräumen. Ach ja, stimmt, die stehen hier auf und können ja aufstehen und sowas. Wir machen, glaube ich, hier erstmal ein Feuerchen gleich. Einfach hier vorne. Kann ich dich hier ablegen? Warte mal, bin doch hier irgendwo, genau. Ablegen. Wir sortieren die jetzt erstmal hier hin. Dann gucken wir mal. Wir haben, glaube ich, Alkohol. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal Alkohol auch gefunden. Es ist schon wieder ein bisschen her. Was wollte ich sagen? Wo war ich? Ich bin ja schon wieder... Die haben mich jetzt komplett aus dem Gedankengang gerissen. Wir suchen Stifte, um... Baupläne oder Blaupausen? Diese beiden. Oh Gott, alter Finne. Genau, eins von beiden. Wieso sind wir denn extrem schwer beladen? Das stimmt doch gar nicht. Wir haben doch nur eine Leiche mit dabei. Wenn ich die ablege, bin ich doch nicht mehr schwer beladen, oder? Wenn ich die jetzt hier ablege, dürfte ich doch wieder... Wieso bin ich denn schwer beladen? Ach, weil ich die Tasche natürlich, die Tasche an der Hand ablege. Ja, deswegen sind wir natürlich angestrengt. Das ist natürlich richtig. So. Dafür brauchen wir Stifte, dann können wir eine Mäusefalle bauen und ich habe auch den Tipp bekommen oder die Idee, wir wussten beide nicht, ob es funktioniert oder nicht, aber wir haben ja herausgefunden, dass der normale Kleber auch für den Holzkleber zählt. Also wenn ich meinen Wagen bauen möchte, brauche ich ja Holzkleber, aber wenn ich Kleber habe, zählt der ja auch. Und wir wissen, da wir nicht wussten, also ich habe damit Karana drüber in den Kommentaren diskutiert, da wir nicht wussten, ob das immer auch als Holzkleber zählt, normaler Kleber, sollte ich lieber versuchen, immer auch einen Holzkleber noch dabei zu haben, damit das Spiel zur Not denkt, ja, das ist normaler Kleber, also normaler Holzkleber. Und diesen dann entsprechend auch aufheben, die ganze Zeit. Das versuchen wir mal, gucken, wie gut das funktioniert.
während unseren Bauaktionen. So, da muss ich mal gucken, wie ich einen Molotow-Cocktail oder irgendwas baue, um die hier anzuzünden. Wäre bestimmt mal cool, einfach um ein bisschen aufzuräumen. Hier ist es echt schon Friedhof-like. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Särge zu bauen, was für mich ein weiteres Zeichen dafür ist, dass die wieder aufstehen können. Weil warum sollte man sonst Särge bauen können, außer... Also natürlich kann man es auch einfach so machen, weil man sagt, das Spiel ist so komplex. Da kann man sich diese Arbeit auch noch machen. Beziehungsweise wenn man das verschönern möchte, dann baut man sich da einen riesigen Friedhof mit all den Zombies, die man so getötet hat. Sind wir eigentlich verletzt worden? Nö, na dann ist ja gut. Dann ist ja gut. So. Ja, das dauert jetzt ein bisschen, während ich jetzt... Das Problem ist, die Distanzen sind so kurz und ich muss ja immer wieder klicken. Deswegen kann ich nicht nebenbei gucken, ob ich mal irgendwo ein Molotow-Cocktail-Rezept finde. Leider, leider nicht. Sonst würde ich das einfach nebenbei machen, so wie ich das letzte Mal versucht habe, jedenfalls nebenbei zu gucken, wie das mit dem Wagen ist. Es ist ja schon wieder fast Nacht. Wir haben den ganzen Tag jetzt damit verbracht, hier Leichen zu stapeln. Mann, was ein spannender Tag. Ist generell aber eine gute Sache, in einer Zombie-Apokalypse, glaube ich, die Leichen auch zu verbrennen, damit natürlich... Wenn es Krankheitserreger sind, Pilze oder irgendwelche Formen von wirtsübernehmenden Lebewesen, die da zur Zombifizierung führen, werden die damit sehr wahrscheinlich abgetötet. Es gibt natürlich auch immer, gerade Pilze sind dafür ja bekannt, hitzeresistente Sporen zu bilden. Allerdings, wenn da so das Feuer ein paar Stunden lang brennt und das auch ordentlich heiß brennt, dürften auch Sporen kaputt gehen. Also, denke ich mal. Bin da jetzt... man weiß natürlich jetzt nicht, was für Pilze das sind, falls es Pilze sind, in Bezug jetzt auf Last of Us, wo es ja Pilze waren, die da sich im Hirn angesiedelt haben. Geiles Spiel. Richtig geiles Spiel, muss ich sagen. Leider, leider, leider habe ich keine Konsole. Jedenfalls keine, die Last of Us unterstützt. Hab ein N64, aber ey! Last of Us auf dem N64... Aber ich habe mir das bei mehreren Leuten angeguckt, weil es einfach so ein geiles Spiel ist und auch natürlich die Spielart da ein bisschen mit rein zählt. So, liegen hier noch Leute rum? Ja, natürlich liegt hier noch jemand. Genau, fällt mir jetzt in dem Bezug noch ein. Und zwar hatte ich aber in einer der letzten Folgen, letzte oder vorletzte Folge, ich weiß es nicht mehr genau, darüber geredet, wie das ist mit den Insekten, also Ameisen und Schnecken, die von Würmern und anderen, was waren das, irgendwelche Viren und Bakterien, die da wirtsmäßig die überfallen und dazu bringen, Dinge zu tun, die sie nicht wollen. Und dass damit ja dementsprechend der Überlebenstrieb ausgeschaltet wird und vielleicht das auch bei höheren Lebewesen funktioniert, da habe ich von... Oh, ich hoffe, es ist nicht falsch. Ich glaube, es war Bartok. Falls es nicht Bartok war, sorry. Ihr wisst, ich habe ein riesiges Problem mit Namen. Ich kann mir die... Ja, wir können Brotteig. Stimmt, den wollten wir auch noch machen. Genau. Da wurde nämlich gesagt, dass das vermutlich nicht so einfach ist, weil das Gehirn komplett anders aufgebaut ist von höheren Lebewesen. Gerade zum Beispiel Insekten und Ameisen und Schnecken, die beiden hatte ich als Beispiele, die haben auch generell alles, was niedere Lebewesen ist, wie zum Beispiel Insekten, Spinnentiere, Weichtiere und dergleichen, haben ein deutlich anderes Gehirn. Also der Gehirnaufbau ist ganz anders. Also die haben ja meistens vielleicht noch nicht mal ein wirklich zentrales Nervensystem, sondern eher so ein Netz. Und dementsprechend ist da, so soll, habe ich da entsprechend gelesen, die Einflussnahme deutlich einfacher sein als bei höheren Lebewesen. So, was wollte ich? Molotow-Cocktail.
Nee, wo wäre das wohl? Wo wäre wohl ein Molotow-Cocktail? Ja, hier. Stofffetzen und Whiskyflasche. Okay. Geh weg. Ach, da. Stofffetzen und wir haben doch hier, glaube ich, eine Whiskyflasche. Da. Den nehmen wir und dann Stofffetzen. Nimm einen. Einer müsste ja reichen für einen Molotow-Cocktail. Whisky. Wasserflasche. Auf den Boden ausgießen. Warte mal. Auf den Boden ausgießen. Ja, nun, also, So, es funktioniert nicht so, wie ich gehofft hatte gerade. Wieso geht denn das nicht? Ich meine, ja, das ist jetzt nur Whisky und keine Whiskyflasche, aber... Was ist das? Was klippe ich denn hier mit aus? Whisky, Whisky! Aha! Wasserflasche, Wasserflasche. Ich glaube, da könnte noch irgendwas anderes drin stehen. Wieso geht denn das nicht? Ich muss den irgendwie, glaube ich, umfüllen. Aber das kann ich nicht. Haben wir vielleicht noch Whisky irgendwo rumliegen? Sonst muss ich mich jetzt auch auf die Suche nach Whisky machen. Ich meine, die bleiben da, glaube ich, schon ein bisschen liegen. So ist es jetzt nicht, aber... Okay, wir müssen uns auf die Suche nach einer Whisky-Flasche machen. So, das kommt hier rüber. Wieso sind wir denn so überladen? Schon wieder, im Übrigen. Primär aus ist. Nichts. Hier ist ein bisschen was drin. Vielleicht hier. Genau, warte mal. Sekundärausrüst, primär ausrüsten. Da ist vielleicht Whisky drin. Ich meine, das ist ein Erste-Hilfe-Kasten und Desinfektionsmittel, Alkohol funktioniert da auch ganz gut. So. Ach so, da. Hier ist eine Whiskyflasche. Genau, das wollte ich doch. Alkoholtupfer, Bandagen, chirurgische Nadeln, meine Güte, es ist ja ein Jackpot hier drinnen. Ich glaube, einen der beiden packen wir mal in die, in unseren Schränkchen hier. Wir haben ja hier noch einen, der kommt mal hier rein. Wir brauchen nur einen Erste-Hilfe-Kasten mitzunehmen. Wobei, auch ist die Frage, ob wir überhaupt einen mitnehmen müssen. Weil, wenn wir schwer verletzt sind, werden wir ja versuchen, uns zu retten erstmal. Und hier wegzukommen. Kurz verbinden können wir uns, glaube ich, auch mit den Stofffetzen, die wir so dabei haben. So dachte ich. Okay, wir nehmen den, glaube ich, auch lieber doch mit. So, warte, die Brechstange wird wieder primär ausgerüstet. Der Erste-Hilfe-Kasten kommt wieder in die Tasche. Und jetzt müssten wir doch einen Molotow-Cocktail bauen können. Genau. Yay! Die Whiskyflasche ist komplett aufgebraucht. Klasse. Macht natürlich Sinn, aber klasse. Gut. Und jetzt... Bin ich mal gespannt, wie gut das funktioniert mit unserem Leichenhaufen hier vorne. Vielleicht sollte ich die da noch mitnehmen. Bin ich ja schon da... Da oben liegt auch noch einer. Gott, hier liegen überall Leichen. Ist ja wie eine Zombie-Apokalypse hier. Ich habe jetzt gerade, weil ich noch, um den Gedanken vielleicht noch abzuschließen. Abzuschließen kann man das, glaube ich, nie, aber ist, weil es auch gerade passt. Und zwar habe ich die Reihe, jedenfalls mir bekannt sind nur drei Teile, deswegen postuliere ich einfach mal, ich habe die Reihe Tagebuch der Apokalypse fertig gelesen. Und den ersten Band fand ich fantastisch. Der war wirklich gut. Der hat mir richtig gut gefallen. Vom dritten Teil war ich echt enttäuscht. Ich weiß nicht, vielleicht hat irgendjemand von euch das auch gelesen, die Reihe. Und kann dann seine Meinung dazu sagen. Weil ich persönlich fand den dritten Band echt mega enttäuschend, weil es komplett anders ja geschrieben war. Es war ja eigentlich kein Tagebuch mehr. Und auch die Story war so... Das ist halt ein ganz großes Problem. Ich möchte nicht spoilern, falls ihr das auch lesen wollt. Deswegen lest, wenn ihr es selbst lesen wollt, lest es.
und ich werde nicht spoilern, wie, aber es ist immer ein riesiges Problem, grundsätzlich in allen eine Zombie-Apokalypse A zu erklären. Das mag ja noch gehen, teilweise, aber es wird ja schon immer ein bisschen schwierig, auf jeden Fall. Aber ein Ende zu finden, ist natürlich immer schwierig. Und natürlich muss irgendwie eine Buchreihe enden und ein Film muss enden und ein Spiel muss irgendwie eine Form, also das alles muss irgendeine Form von Ende haben. Aber man kann eine Zombie-Apokalypse, seien wir mal ehrlich, es kann eigentlich kaum ein Ende einer Zombie-Apokalypse geben, außer es ist durch ein Virus oder sowas und dann kann man ein Heilmittel finden oder irgendwie sowas, aber das ist halt auch immer schwierig und langwierig. Also das sind ja auch alles Dinge, die nicht innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen oder Monaten passieren, sondern eine Entdeckung eines Heilmittels, wenn es eine Infektion ist, irgendeiner Art. Und selbst dann ist natürlich immer auch die Sache, das darf man ja auch nicht vergessen, wenn es eine Infektion ist, also ein Lebewesen, dann passen die sich natürlich an. Viren, Bakterien und sowas entwickeln auch wieder Anpassungen an Impfmechanismen und sowas. Deswegen kann es, ist es sehr, sehr schwierig, wirklich ein Ende zu finden. Aber das Ende von Tagebuch der Apokalypse fand ich persönlich echt mäh. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, wie mache ich das jetzt hier? Wie nutze ich den? Wie kann ich den jetzt einfach hier so draufwerfen? Wie nutze ich den denn? Lege im Behälter, Molle. Ja, und jetzt? Wie? Wie werfe ich den denn? Ist ja cool, dass wir so ein jetzt das haben. Oder kann ich das nur auf Gebäude werfen? Muss ich. Es wurde auch gesagt, ich muss die da vielleicht alle reinstapeln, aber das ist natürlich blöd. Dann machen wir das doch lieber anders. Dann baue ich doch lieber einfach eine Holzwand hin und dann werfe ich das auf die Holzwand und fertig. Ich nehme erstmal wieder hier was anderes in die Hand, damit ich mir nicht auszusehen, dass ich hier um die Ohren jage. So, was brauchten wir für eine Holzwand? Nägel noch. Gut. Die ganze Folge versuchen wir, Zombies zu verbrennen. Yay, was eine spannende Folge. Es tut mir ein wenig leid. So. Aber nur ein bisschen. Da ist einfach dazugehört. Ja, warte mal. Nimm mal die Hälfte. Es gehört einfach zu diesem Spiel auch dazu, so etwas auszuprobieren. Nimm einen. So, jetzt müssten wir doch eine Wand. Eine Wand bauen können. So. Bauen, Wand, Holz. Nein, keine Holzsäule. Bauen, Wand. Wie konnte ich die. Nein! Oh Gott, fuck. Jetzt habe ich die Zombies gerufen. Warum gibt es diese Option? Zu rufen! So. Hier ist es. Hä? Wie nut... Warte mal. Tastaturbelegung. Auswerfen. Ist es das vielleicht? Was haben wir noch? Tool Crafting, Schusswaffe ausrüsten, Leuchtmittel ausrüsten, ablegen. Ach so, die habe ich nicht belegt. Ahahahaha. Gut zu wissen, das erklärt, warum ich die da unten nicht nutzen kann. Ich wollte die schon immer mal wegnehmen, deswegen. Aber Wayne. Die hier. Gut. Versuchen wir das mal mit X. Okay. X war nicht. Was wäre im Hardcore-Modus? Ziel, Left Control. Gebäude drehen, nachladen, R. Es gibt keine Möglichkeit. Wie nutze ich das denn?
Das ist immer nur ausrüsten, schreien, warum auch immer. PS, Screenshot, Info, Fähigkeit. Ja, ist ja fantastisch. Wie lange gehen die Folgen eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Interagieren ist E. Wir probieren mal E. E ist es auch nicht. Wie nutze ich das? Kann ich hier das nicht... Warum kann ich das nicht einfach kombinieren mit Boden? Aha. Tis, Fähigkeit, Inventar. Garantiert habt ihr es schon gesehen oder irgendwie sowas und ich bin jetzt einfach nur echt blind. Aber ich finde das echt nicht. Zielen, Left Control. Ich kann ja nur eine Leiche nehmen. Gras entfernen will ich aber auch nicht. Kann ich das einfach hier so draufziehen? Reicht, funktioniert das dann? Nee. Das ist einfach nur auf den Boden legen. Wie nutze ich das denn? Meine Güte, es kann doch... Es ist ein... Also ich weiß, Schusswaffen benutze ich rechte Maustaste, linke Maustaste. Und dann schieße ich in die Richtung, in die ich gucke. Muss ich vielleicht weiter wegstehen? So nach dem Prinzip, stehe nicht vor dem... Also ich kann irgendwie... Ich muss irgendwie 100 Meter weit wegstehen, weil ich 100 Meter weit werfen kann und dann... Nee, auch nicht. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich werde mich informieren und dann machen wir das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss.